For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, mein VIP-Ball. Den habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt, schon vorgestellt. Ist eigentlich so mein heißestes Zuchtprojekt. Das Tier ist jetzt, pass auf, jetzt muss ich selber mal gucken, das ist jetzt knapp zwei Jahre alt, genau ein Dreiviertel. Das ist das Alter, wo man denkt, na, jetzt ist er soweit, jetzt kann man damit züchten. Aber ihr seht, der ist zu klein, der hat jetzt vielleicht so 600 Gramm. Hier nebendran seht ihr mal die Futterbox. Hier NF heißt bei uns immer nicht gefressen. Ne? Also hier hat er mal eine Maus gefressen, 9.3. Hier wieder NF, 20.3. wieder eine Maus, 30.3. wieder NF. Und so geht es weiter, beziehungsweise hier VZ heißt Vielzitzenmaus, aber leider auch NF. Also wir probieren verschiedenes Futter. Er ist leider eben so ein heikler Fresser. Ich meine, der sieht ja nicht schlecht aus und der ist kräftig und alles, ne? Aber er ist einfach viel zu klein oder sie ist viel zu klein für ein zweijähriges Tier und es kommt einfach durch das, dass sie mal frisst, mal nicht frisst. Von dem her leider dieses Jahr noch nichts mit Züchten. Ich hoffe auf die nächste Saison, ne? Also in 8-9 Monaten, dass sie vielleicht bis dahin ihre gut 1,3 Kilo oder sowas hat, dass wir sie zum Züchten nehmen können. Heute mein Intro-Tierchen für euch, der VIP-Ball und gleichzeitig ein kleines Update, wie weit sie sich entwickelt hat. Wir hatten ja die Folge Zuchtraum-News, die kam recht gut bei euch an. Ein oder mehrere von euch hatten dann die Anregung, na, zeigt doch mal, wie ihr die Eier erntet oder die Eier rausholt. Passt perfekt, jetzt ein paar Tage nach Ostern. Jetzt haben wir die ersten Eier hier oder wir erwarten die ersten Eier. So die ersten paar Gelege sind schon gekommen. Wenn ihr euch hier umschaut, die Weibchen, die schon fertig sind, haben so einen roten Zettel drin, ne? Das heißt, die sind durch, die haben entweder, haben sie schon ovuliert oder sie sind kurz vor der Ovulation. Auf jeden Fall, die mit roten Zettel hören wir auf mit Paaren. Die, wo noch keine roten Zettel dran sind, da müssen wir weiter paaren. Und ganz interessant sind die roten Zettel, wo ein X drauf ist oder ein Kreuzchen drauf ist. 30 Tage nach der letzten Häutung, ne? Ist ja der vermeintliche Ablagetag, ne? oder ab da wird's spannend, ne? So 30 bis 35 Tage nach der Präovulationshäutung legen die ihre Eier ab, ne? Und wenn die Zeit gekommen ist, also so ab Tag 25, ne? Wir haben ja gesehen, wann haben die sich zuletzt gehäutet, ab Tag 25 machen wir ein Kreuzchen auf diese Zettel und dann, das heißt, dann müssen wir besonders bei denen Zetteln gucken, wo ein Kreuzchen drauf ist, weil da könnten dann Eier drin sein. Also hier haben wir ein paar X-Boxen. Das ist schon mal Fehlalarm, da ist nichts. Nix. Wo war noch X? Doch gerade eins gesehen, hier. Da noch nicht. Na, man sieht aber schon schön, ne? Also die Eier stehen ziemlich vorm Ausgang. Denke ich, wird die nächsten Tage soweit sein. Hier unseren Rauberfrischer ein bisschen wegmachen. Okay, Zeitung. Okay, ja, jetzt hier haben wir das, was wir suchen. Weibchen liegt auf den Eiern. Ja, also man sieht schon, wenn die so da liegt, dann zumindest sehe ich schon, da ist bestimmt was drunter, ne? Meistens sind sie in der Moosbox drin. In dem Fall hat die sich dazu entschlossen, nicht die Moosbox zu benutzen. Beim Runtermachen von den Eiern muss man nicht ganz so, also nicht vorsichtig sein, nicht, dass ihr mich missversteht. Früher hat man Angst, dass die Eier sich wenden und verdreht werden. Komme ich nachher noch bei den Fehlern drauf. Am Anfang spielt sicherlich keine Rolle, die ersten 1, 2, 3 Tage. Ne?
Was wir jetzt hier auch ganz toll haben, wir sehen verschiedene Eier. Ne? Also das sieht wahrscheinlich jeder von euch, dass das Ei nichts ist, das Ei ist nichts. Ne? Das sind die sogenannten Wachseier. Die heißen so, weil sie auch so aussehen wie so wachsartig. Ne? Die sind unbefruchtet. Und wir haben hier, ja, da unten geht es weiter, nochmal Wachsei. Und ja, das da unten könnt, weiß ich noch nicht. Also wir haben hier zumindest 1, 2, 3, 4, 5. Das hier ist ein, man sagt Teardrop-Ei dazu. Ne? Das ist zur Hälfte Wachsei, aber zur Hälfte ist auch in Ordnung. Das ist so hart an der Grenze. Ich vermute, das wird auch nichts werden, aber so ein Ei tun wir auf jeden Fall mal in Brutapparat. Die meisten Teardrop-Eier werden sogar was, aber hier ist schon ein Großteil vom Ei, sieht nicht gut aus. Aber wie gesagt, nehmen wir es mal mit. Die anderen Eier sind gut. Machen wir Kreuzchen oben. Nach wie vor machen wir das mit den Kreuzchen. Wir hatten es mal in der Folge behandelt. Da ging es um die größten Gerüchte oder die größten, wie haben wir es genannt, die größten Storys oder was in der Terroristik. Da ging es um das Eierdrehen. Darf man Eier drehen, darf man nicht Eier drehen? Die eindeutige Antwort ist, es ist noch immer nicht ganz raus. Ne? Also ich selber habe schon Versuche gemacht, habe Eier gedreht, sie sind trotzdem geschlüpft. Wir haben es in der Folge besprochen, es gibt sogar wissenschaftliche Studien drüber, da haben sie auch die Eier gedreht. Die Schlupfrate war genau gleich, aber die Sterblichkeit der Babys aus den gedrehten Eiern war größer. Ne? Wie man das erklärt, wieso, weshalb, keine Ahnung. Andererseits sollte man sich ja denken, die Natur hat ja einen Grund. Ne? Wenn man mal guckt hier, das klebt alles zusammen, ne, das ganze Gelege. Ein Grund, damit oder wieso das so zusammenklebt, könnte ja sein, damit sich die Eier eben nicht drehen. Ne? Zum Beispiel die Wachseier, die kleben nicht. Die sind eh unwichtig, aber die guten Eier kleben alle aneinander. Ne? Vielleicht hat es die Natur tatsächlich so gemacht, damit die Eier nicht wegkullern. Ne? Ein Grund für das Zusammenkleben ist bestimmt auch für irgendwelche Nesträuber. Ne? Wenn jetzt irgendwelche Nesträuber, sei es Nagetiere, sei es Echsen zum Beispiel, Warane sind auch so klassische, also Steppenwarane in dem Gebiet, wo die Königspythons leben, das sind auch so klassische Nesträuber. Wenn die da reingehen und die Eier klauen wollen, haben sie es natürlich schwerer, wenn die aneinander kleben, wie wenn die da schnell so ein einzelnes Ei klauen können. Ne? Das ist sicherlich ein weiterer Grund, wieso die Natur sich gedacht hat, kleben wir die Eier mal aneinander. Hoppala. Die will jetzt nicht, dass wir ihre Eier wegnehmen. ich mach's trotzdem. Nehmen wir die mal raus hier. Also, die Wachseier lasse ich jetzt einfach mal drin. Die nehmen wir natürlich auch raus. Kann man wie gesagt wegwerfen, beziehungsweise stopp, das eine Ei hätte ich jetzt fast noch vergessen. Wir nehmen es mit dazu. Ich glaube, wie gesagt, die Chance wird nicht allzu groß sein, dass da was rauskommt dabei. Der nächste Schritt, wir brauchen jetzt noch die Nummer. Welches Gelege ist es? Das ist 49. Wir sind hier in Raum 2. Also schreiben wir auf jedes Gelege 49,2. 49,2. 49,2. Hier schreiben wir es auch mal drauf. 49,2. Hier ist ein Kreuz. 49,2. Und das Ganze schreiben wir sogar immer an zwei Stellen, damit, wenn jetzt an der einen Stelle ein Tier schlüpft, damit man es auch wirklich lesen kann. Das
Das ist auch interessant. Die Eier sind immer recht oder sind oft unterschiedlich. Bei diesen Eiern, die sind ein bisschen Kleibing auch so wachsig vom Anfassen her, ne? Auch nicht ganz schön schneeweiß, hat aber gar nichts zu heißen. Also die Eier sind genauso gut, wie wenn die jetzt schneeweiß wären. Manche Eier haben so kleine Hubbelchen drauf, ne? Haben die jetzt weniger. Aber manche haben so Stellen wie hier, ne? Wo sie wegen von der Färbung her ein bisschen anders aussehen. Meiner Erfahrung nach alles völlig wurscht. Die sind tadellos. Also wenn ein Ei so weiß und prall ist, wie gesagt, das ausgenommen, aber wenn ein Ei so aussieht, dann ist es ein gutes Ei und da werden sicher gute, hübsche Babys draus schlüpfen. Weil es gerade so schön ist und ich hier von Weitem gesehen habe, da haben wir nochmal Champagne Head Ultramehl mit Ultramehl. Das ist natürlich auch ein tolles Gelege. Das Weibchen liegt auch richtig schön drauf hier. Nehmen wir sie mal runter. Die stört sich auch gleich an mir. Das Tolle ist jetzt natürlich auch, gestern, als wir uns den Dreh überlegt haben, da sage ich noch, oh, hoffentlich haben wir auch Wachseier zum Zeigen, damit wir euch mal zeigen können, wie Wachseier aussehen. Jetzt haben wir hier zwei Gelege und in jedem Gelege drei Wachseier. Das ist natürlich schade und nicht im Sinne des Erfinders. Haben tut man das oft, würde ich mal sagen, wobei sechs gute, drei Wachseier sicherlich nicht optimal ist. Ne? Woher das kommt, habe ich leider keine richtige Erklärung dafür. Hat sicherlich mit der Befruchtung zu tun, das Weibchen. Gut, also wir sind am Anfang der Saison, meine Erfahrung, Anfangssaison, Schlusssaison ist immer wegen eine kritische Zeit, da hat man mehr so Probleme mit Wachseier. Vielleicht, weil Anfang der Saison natürlich die Befruchtung, oder was heißt natürlich, zum Beispiel das Weibchen hat zweimal gepaart, nach zwei Paarungen schon ovuliert. Oft lassen wir die Tiere drei, vier, gar fünfmal paaren. Vielleicht hat es damit zu tun, dass sie nur zweimal gepaart hat. Und Schluss der Saison habe ich so den Eindruck, wenn es einfach so eine gewisse Zeit überschritten ist, dann legen die zwar noch, aber irgendwie ist doch nicht ganz optimal gelaufen. Vielleicht ist das der Grund, wieso Schluss der Saison auch relativ viel von den Wachseiern da sind. Ja, aber jetzt ärgern wir uns nicht über Wachseier. Ich freue mich über sechs tolle Eier, Champagne Head Ultramehl mit Ultramehl. Gleiches Spiel. Ich mach wieder meine Kreuzchen drauf. Ich schreibe die Zahl drauf, welches Terrarium. In dem Fall die 8E. Ne, schreibe ich überall 8E drauf. Und dann gehen die Eier in Inkubator. Und nach gut 50 Tagen, 50 bis 55 Tage, kommen die kleinen hübschen Königspythons und dann machen wir bestimmt wieder mal eine neue Folge mit Ballpython-News oder Zuchtraum-News. Dann könnt ihr sehen, was es Neues gibt bei uns. Wenn wir schon so viel Wachseier haben, tun wir mal spaßeshalber eins aufschneiden. Hier ging die Diskussion, was ist denn in so einem Wachsei drin? Wir schneiden es auf, damit ihr es sehen könnt. Da ist irgendwelcher Schmodder drin, ne? Sowas wie Eiweiß oder wie wird man das nennen. Und das war's. Da ist natürlich keine Keimscheibe, keine Blutgefäße, gar nichts drin. Einfach irgend so ein gelblicher Schmodder. Fast irgendwie, was weiß ich, wie Holzleim sieht es aus. Aber das war's dann auch schon. Hier eins meiner schönsten Weibchen, Clown Axanti, Axanti Clown, so rum ist es richtig. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt an der Zucht,
dürft ihr gern Vorschläge machen, was euch noch irgendwie dran interessiert. Können wir mal wieder eine Folge machen oder irgendwie so eine Ball-Python-News-Folge oder Ballroom-News-Folge machen. Postet, was euch an der Zucht interessiert, was wir filmen sollen, was wir zeigen sollen. Wenn euch das gefällt hier mit der Zucht, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann seht ihr auch in Zukunft alle Folgen. Würde ich mich freuen. Das ist die Bezahlung des YouTubes, wie ihr wisst. Ansonsten bleibt uns treu und endlich mal wieder Check My Balls.